Um diese zwei Darmbakterien solltest du dich kümmern, wenn du unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder unter einem Reizdarm leidest. In der Schleimschicht deiner Darmschleimhaut lebt das Bakterium Akkermansia muciniphila, das immer wieder neuen Schleim produziert und so für eine stabile Darmbarriere sorgt. Bei seiner Arbeit fallen Stoffwechselprodukte an, die wiederum das Fäkalibakterium Prausnitzii ernähren. Diese beiden Bakterien sind häufig bei CED und Reizdarmpatienten verringert. Das Fäkalibakterium Prausnitzii produziert die kurzkettige Fettsäure Butyrat, auch Buttersäure genannt. Und die versorgt unsere Darmschleimhaut mit Energie und wirkt auch antientzündlich. Genau das, was wir bei einer chronischen Entzündung im Darm möchten. Zuführen können wir die beiden nicht, wir müssen sie füttern mit Ballaststoffen, zum Beispiel mit Inulin, das in Zwiebeln, Artischocken oder Chicorée steckt, oder wir greifen häufiger zu Haferflocken, Nüssen oder Omega-3-Fettsäuren. Zur Unterstützung kann man selbstverständlich auch zu einem präbiotischen Nahrungsergänzungsmittel greifen. Wie ernährst du deine Darmbakterien?